Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Das letzte Rennen war auch wieder okay. Also wir haben bisher uns immer ungefähr so auf Platz 6, 7 ungefähr mit dem besten Fahrzeug eingerichtet. Was uns ziemlich gut dastehen lässt bisher, was die Platzierung angeht. Da sind wir seit 4. mit 1 Punkt Vorsprung von Resetta Corsa, die letzte Saison jetzt abgestiegen sind. Also, dass die so schlecht sind, keine Ahnung. Dass ich allgemein schon, oder das Team schon 29 Punkte geholt hat, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Weil das Auto ist jetzt nicht unbedingt das stärkste, aber unsere Fahrer sind doch schlechter. Und unsere Boxenkuh muss, ja, definitiv mal ausgelauscht werden. So viele Leute haben wir leider nicht. Wir haben auf jeden Fall einen, der Reifen wechselt. Okay, der müsste noch ein bisschen Pause machen, aber das passt alles schon. Ein 73er, das ist echt ganz schlecht. Hier haben wir einen, der hinten heben kann. Machen wir so, so und so. Okay, wir müssen definitiv den einen, ich muss einen, hier zwei Leute wegkriegen. Das ist einmal der 71er und einmal der 73er. Und da haben wir noch einen 73er. Also reparieren ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke. Und hier ist kein einziger, den wir brauchen können. Er läuft bei uns. So, unser Wagen wird auch langsam wieder etwas stärker. Der Frontflügel wird ja bald fertig. Fushihara hat diversen Reportern mitgeteilt, dass nächste Saison Interesse an ihren Klienten haben. Absolut. Eigentlich überhaupt nicht, aber war der sehr teuer. Ein sehr teurer Fahrer. So. Wie gesagt, wir müssen es erstmal hinkriegen, dass wir überall auf Platz 4 sind. Und das wird halt das Schwierige daran. Oh, und Sponsoren. Oh, das wird auch mal wieder Zeit hier. Bitte mal Sponsoren, die uns Geld geben. Ja, okay. 150.000. Immerhin etwas. Und hier 12. werden. Oh, mal abwarten, was noch so viele Sponsoren kommen. Finanzen. Da machen wir nämlich immer noch 613.000 minus. Dabei sind unsere Fahrer gar nicht so teuer. So. Wie sieht es hier aus? Leistung. Ne, ich möchte nicht die Leistung gerade steigern. Ich möchte hier die Zuverlässigkeit steigern. Einheitlicher. Okay. Damit wir ja einen Frontflügel haben für das nächste Rennen. Interview. Okay. Ich nehme mal an. In letzter Zeit wird viel über die Änderung der Streckenführung von Phoenix debattiert. Wie stehen Sie dazu? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist schwer vorauszusagen, wer dieser Regelung Nutzen ziehen wird. Genau, ich würde erst lieber sehen, was die anderen Teams im Sinn haben, bevor ich mich entscheide. Problem ist, wir müssen uns entscheiden und dann sehen wir erst die Antworten der anderen. Ist jetzt nicht gerade sehr schlau. Wenn ich keine Argumente höre, ja, enthalte mich einfach. Weil Strecken sind eigentlich egal, wir müssen jede Strecke annehmen, egal welche. So, nochmal zwei Sponsoren. 800.000 für 400, wenn wir 10. werden. Das ist doch schon mal was, was wir schaffen könnten. Und wir haben wieder Geld, das heißt, wir können was ausbauen. Wir würden Heckflügel sogar zeitlich noch schaffen. Und er ist noch preislich auch relativ okay. Von daher können wir da einigermaßen noch was anmachen. Doch vermutlich einbauen, aber das ist ja im Nachhinein egal. Jo, wir kriegen komplette Frontflügel rein. Das heißt, Frontflügel-Update für Phoenix. Für beide Fahrzeuge. Bedeutet, wenn wir es so sehen, sind wir Frontflügel jetzt 4. Jawohl. Ja, wir kommen näher an die Vorderleute. Das müssen wir auch. Damit wir für nächste Saison ja gerüstet sind, um wirklich um den Titel zu fahren. Bedenken an die Finanzen. Ja, ich weiß, dass ich Minus habe. Die nächsten Sponsoren. Laufen im nächsten Rennen ab. Der kriegt auch jetzt nicht so viel Geld. Ja, weil die Teammarktfähigkeit jetzt nicht sonderlich hoch ist. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, so schnell die Teamfähigkeit runterzuballern. Die war aber auf 100%. Also, schon sehr merkwürdig. So, politisch und Strecke. Ich enthalte mich einfach. Nachteile. Woher würdet ihr wissen, ob ich eine Regel... Ja, das letztes Jahr hat das Team vielleicht Nachteile gehabt. Müssen wir mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht, ne?
Ah, wird angenommen. Okay, von B zu A. Bedeutet Regeländerungen? Echt jetzt? Krass. Geile Änderung. Einfach nur im Kreis fahren. Naja. So, einen Tag weiter. Ist der Heckflügel fertig? Da sind wir so relativ schon gut dabei. Nehmen wir plus, boah, 25 oder wir nehmen 35. Die 50 nehme ich wieso nicht und dann nochmal die 10 dazu. Dann sind die relativ zügig fertig. Okay, jetzt können wir uns wieso kein Getriebe mehr leisten. Und das können wir uns auch noch nicht funktionstüchtig machen, ne? 50%, ne. Unser Wagen ist allgemein okay. Wir haben überall... Warum war Stehenmotor eigentlich stark? Weil wir größtenteils über 80% haben. Von daher sollten wir einigermaßen ohne Reparaturstopp durchkommen. Das fängt aber jetzt langsam an. So, 10. werden, dann machen wir 213.000 minus. Das ist noch in Ordnung. 5. werden, Qualifying ist eher das Problem. Dann mache ich lieber 10. werden im Qualifying. Und das selbst, das ist schon knapp. Aber 5. werden wir plus machen. Zumindest wenn wir im Rennen 5. werden, aber wir sind die Saison nicht 5. geworden. Deswegen lieber nur 200.000 minus machen. Anstatt 600.000 minus machen. Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied, was Geld angeht dann. Okay, wenn man hier schön Reifen schonen fährt, was wir so eigentlich ganz sehr übermachen, könnt ihr ein richtig gutes Ergebnis rausspringen. Weil die Strecke sehr, sehr aggressiv zu den Reifen ist. Sprit sei mal dahingestellt. Ist die Strecke eigentlich auch sehr hart dazu. Das heißt, nur eine Stoppstrategie würde ich bevorzugen. So, wo haben wir jetzt hier? Phoenix. Strecke C. Ne, wir haben B. Ich habe A. C, ja, C könnte auch funktionieren. Ich glaube, die ist ein bisschen anders. Minimal. So, auf jeden Fall die harten Reifen testen. Damit wir da zumindest mal wieder besser dastehen. So. Damit wir die auch benutzen können im Rennen. So, Sprint. 12 Runden. Die Strecke ist relativ lang. Im Gegensatz zu der letzten Ring, die wir gefahren sind. Von daher lasse ich, obwohl wir haben 12 Minuten, dann sollten wir eigentlich relativ locker fahren können. Nicht mal das, was ich mir denke, dass man sich hier verfahren könnte. Ne? Hoppala, ich habe mich verbremst euch vor daher. Erstmal einen kompletten Abschnitt total ignoriert, genau wie hier. Das ist die längste Strecke, die man hier so fahren kann. Wenn wir auf neutral fahren, sind wir auf dem letzten Platz. Geil. Das liegt an dem Fahrer und nicht am Auto. Okay, wir haben die Medium-Reifen, sind auch schwer. Ja, mal schauen, wie es gleich nach Qualitrim aussieht. Mit den Soft-Reifen. 10. Okay, komm, mittlerweile ist er auf Platz 10 gefahren. Aber finde ich in Ordnung. Also 10., 11. im Training. So, einer kommt rein, andere ja, war zu spät drin. Okay, Geschwindigkeit müssen wir erhöhen. Erhöhen oder einen niedrigen? Ich würde eher sagen, einen niedriger machen. Nehmen wir Quali drin, du fährst 3 Runden auf dem Softreifen. Dann kommt Kehr rein. Hat das gleiche Problem. Gehen wir auch mal etwas mehr Beschleunigung. Gucken, wo wir dann liegen. Ich weiß nicht, ob wir dann noch eine Zeit haben, noch eine Runde zu fahren. Schlechter als vorher. Alles klar. Okay, dann kommt beide mal rein.
Okay, dann setzen wir auf die alte Einstellung und machen das Auto schneller. Hat aber lang gebraucht, bis sie uns das gesagt hat, ne? Das hätte man viel früher sagen müssen, definitiv. Also, wundert mich eigentlich. So, 81, na, nehmen wir 75. Sollte passen. 5 Sekunden braucht es, kannst du zum Einstellen nur. So, jetzt gibt mir mal eine gute Rundenzeit. Wo werden wir am Ende ungefähr stehen? Wenn wir denn beide nicht schneller? Das ist schon verwunderlich. Die Strecke ist eigentlich jetzt richtig gut. Ein 11. und 12. ja, naja. Warum ich mit den Softreifen zu schneller geworden bin, wundert mich wirklich. Aber Van Heda hat es geschafft, Kehr nicht. Naja. Okay, wenn hier Regen wäre, das wäre mal ein richtiger Zufall. Okay, wir können etwas Leistung rausholen. Ich gehe hier noch auf 90 beim Motor, weil die sehr extrem sind auf dem Motor. Bremsen. Wohl, 85 dürfte auch. Ja, 85 funktioniert auch. Ist jetzt nicht so viele Punkte, die wir gut machen, aber immerhin etwas. So, weiche Reifen, Quali drin. Nur 5? Echt nur 5, wa? Das ist echt hart. So, Setup, gut, aber hier könnten wir wieder einen Tick noch ändern. Echt jetzt so ein Milli-Mü. So. Okay, es gibt 2 Versuche. Da haben wir. Können wir etwas warten mit den Versuchen. Wo Kehr rausfahren sollte, die hat eine richtig gute Form gerade. Auch wenn die Bodenhaftung der Strecke jetzt nicht allzu gut ist. Und die Strecke auch sehr lang ist, im Gegensatz zu letztes Jahr. Weil letztes Jahr sind wir einfach nur ein Geschick rausgefahren. Ne, sind da abgebogen, dann. Keine Ahnung. So, okay, ich will ein Top-10-Ergebnis sehen. Das wäre sehr lobenswert. Damit wir auch Geld bekommen. Ansonsten machen wir anstatt, wenn wir es im Rennen nicht wenn wir es im Rennen schaffen, halt nur 400.000 minus. Oh, geht noch der Rückstand. Oh, Gunvolt sogar mit Vorsprung. Kehr mit einem ordentlichen Rückstand schon. Und auf Platz 6. Schön. Gunvolt, der macht ein richtig gutes Qualifying gerade. Er könnte sich auf B6 fahren. Sehr schön. Da kommen jetzt noch Rheinland vielleicht, der noch davor fährt. Und Tough. Dann wären wir 8. und 12. Man darf Gott sei Dank freie Reifen wählen, wie man will. Und dann heißt es so spät wie möglich. 1,20 dauert ungefähr eine Runde. Man merkt, aber wir sind wieder näher dran. Das gefällt mir. 5. Okay. Gunvolt könnte es schaffen. Vielleicht am Ende der Saison auf Platz 5 zu kommen. So. Kehr darf rausfahren mit frischen neuen Softreifen. Und auch jetzt Gunvolt. Du schaffst das noch unter aus der Linie. Ja, 1,30 ungefähr. Ja, passt noch. 10 Sekunden vor Ende, um in Linie zu kommen, ist doch gut. 7. und 13. Oh, Jevil bisher mit aktuell bester ersten Sektor. Vorsicht auf den. Ehemaliger Thornton-Fahrer. So, los geht's, Verkehr. Jetzt zählt es. Wir haben nur auf Platz 6 gefahren am Ende. Wir haben keine Verbesserung, genauso wie Gunvolt. Wir haben mehr Bodenhaftung und werden langsamer. Wie geht das? Aber wir sind unter Top 10. Das kann uns keiner mehr nehmen. Nein. Beide verbessern sich nicht. Aber 9. ist, glaube ich, sogar unser bestes Startergebnis bisher. Das erste Mal unter den Top 10.
Oder? Weiß ich gar nicht. Kann sein, dass wir letztes Mal auch schon in den Top 10 waren. Naja, mal schauen, was wir jetzt da rausholen können. Mit den Medium-Reifen relativ lange fahren, nochmal Mediums aufziehen und durchfahren. So, mittlere Reifen und Renntrim. Ja, die Motorbeanspruchung ist natürlich nicht verkehrt. Kann man benutzen eigentlich. Da fährt man die ganze Zeit auf Volldampf. 29 Runden. Oh, die Medium halten fast die komplette Rennen. Also, wir fahren 34 Runden. Alles klar. Dann schätze ich mal stark, wenn man da so lang fahren kann mit den Reifen, dass da vielleicht alle sogar einen Jobstrategie nur machen. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass die Reifen eher kaputt gehen. Und erstmal mit Medium starten und dann mal schauen, wie es weitergeht.